Jetzt geht's, jetzt ist nicht mehr so warm, aber vor 2 Stunden war es noch richtig warm und ja, aber trotzdem wollen wir uns nicht beschweren, wir freuen uns auch, wenn wir schönes Wetter haben. Ich denke, dass ich einen redlichen Match habe gespielt. Das einfach anpassen, das Tempo geht natürlich iets schneller als bei der Belofte und der Jeugd. Maar de grote jongens hebben me geholpen hier aan te passen. Ze hebben goed met me gepraat, ze hebben me goed in de groep laten voelen en ik denk dat het toch redelijk is verlopen. Ja, het resultaat is jetzt nicht wichtig. Ik heb viele goede dingen gesehen. Ik heb sehr, sehr viele junge Spieler da gehabt. De Loger, der ist 16 Jahre und David und die Jungen haben es alle gut gemacht. Wir haben diese Woche sehr hart gearbeitet, heute Morgen auch noch. Deswegen ja, haben wir den Ball gut laufen lassen, haben schöne Tore gemacht und ich bin zufrieden. So, ich sage, das ist natürlich eine hele Anpassung. Es geht allemaal 3 keer so schnell. Maar ich sage, sie helpen mir heel veel. Iedereen is vriendelijk, ik lig goed in de groep. En ja, vooral Steve op middenveld, hij heeft me goed geholpen. Hij praat de hele tijd bij mij. Als ik een slechte pas geef bijvoorbeeld, dan zegt hij, kom op, is een erigmaker. En ja, dat doet wel deugd om iemand te hebben die de hele tijd er voor je is en de hele tijd u bij zit te praten. Ja, ich hoffe ja, aber ich bin da im Verein im Austausch mit André Pindo und mit Mr. Dadashi und wir haben da einen sehr guten Austausch und ich bin sicher, dass wir den einen oder anderen Spieler noch bekommen, der uns verstärkt. Solange möglich bei der AKM probieren zu bleiben trainen und so viel möglich Erfahrung eigentlich opdoen bei den großen Jungs, solange es da kann und gewoon 100%, 200% mein äußerstes Best bleiben tun. Ja, wichtig ist, dass wir halt stabiler sind wir letztes Jahr, dass wir nicht mehr so eine Zittersaison haben, wo alle gezittert haben, dass wir in der Klasse bleiben. Und, aber die Ambitionen, die Ziele kann ich erst sagen, wenn alle Spieler da sind. Und dann können wir über die Ziele reden. Aber wir sollten demütig bleiben und gucken, dass wir dieses Jahr, ja, wie soll ich sagen, nicht so zittern müssen und eine entspanntere Saison haben wie letztes Jahr.